Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der EAFC24 Hansa Rostock Karriere. Ja, die letzte Folge ist nicht lange her. Ich nehme, glaube ich, nicht mal 24 Stunden nach Upload, nehme ich schon wieder die nächste Folge auf. Wir sind also zurück. In der letzten Folge haben wir erstmal festgestellt, dass Chorlis einerseits, ja, doch ganz gut funktioniert. Ich hoffe, er macht in dieser Folge so weiter. Denn heute stehen eine Menge Spiele an, eine Menge wichtige Spiele. Man kann sagen, heute entscheidet sich, ob wir in der nächsten Folge, welche die letzte Folge für die Saison sein wird, ob wir dort die Chance haben, vielleicht nach Europa zu greifen oder nicht. Das alles entscheidet sich wahrscheinlich heute. Und ja, Leute, heute gibt es ja nicht so viel drumherum zu sagen. Deswegen schauen wir gleich mal rein, gegen wen wir heute so spielen werden. Nur eine Stimme weniger als Platz 1, Hansa Rostock. Ist die 51. Minute und der Typ schießt 5 Tore. Laut Abstimmung werde ich heute auf jeden Fall gegen Bayern Leverkusen und Werder Bremen spielen. Das bedeutet gegen Hoffenheim, Freiburg und gegen Union Berlin wird heute schnell simuliert. Wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, so wie halt die letzte. Also keine über 20 Minuten, keine Sorge. Wir blicken auch gleich mal auf die nächste Folge und das wird das Saisonfinale sein. Hier stehen 3 Spiele zur Auswahl. Ich werde davon ein Spiel selbst spielen. Eins werde ich selbst spielen und unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Und gerne abstimmen, gegen wen ich kommende Folge selbst spielen soll. Und dort stehen dann folgende Vereine zur Auswahl. Wir haben einmal Köln, den BVB und VfB Stuttgart. Ja, genau. Köln und Stuttgart sind eigentlich direkte Tabellennachbarn. Der BVB ist, glaube ich, aktuell Tabellenzweiter. Wir blicken mal kurz auf die Tabelle. So sieht's aus. Wir sehen hier, wir sind Elfter. Wir sind entspannte 8 Punkte hinter Platz 7 hinter Union Berlin. Borussia Dortmund ist sogar Tabellenführer mit 61 Punkten. Heute geht's auch gegen Leverkusen. Das wird schon schwierig. Union ist 7. Ich hoffe, wir gewinnen das irgendwie. Hoffenheim ist auch 4. Also wir spielen heute wirklich gegen Top-Teams in dieser Saison. Bevor wir in das erste Spiel reinspringen, möchte ich ganz gerne sagen, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, zeigt es mir, indem ihr diese Karriere feiert, indem ihr ein Like unter diesem Video da lasst. Ein Klick für dich, große Bedeutung für mich. Das ist eine Win-Win-Situation auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen direkt rein ins erste Spiel. Perea spielt natürlich von Anfang an, das ist klar wie Kloßbrühe. Und ansonsten gibt es nicht mehr so viel zu erzählen. Wir springen rein, erstes Spiel in der Bay-Arena. Bis gleich. So, mit einem herzliches Willkommen zum ersten Spiel, welches wir in dieser Folge selbst spielen werden. Und zwar trifft Bayern 04 Leverkusen auf den FC Hansa Rostock. Die Leverkusener wollen auf jeden Fall in die Champions League kommen. Hansa Rostock kann mit einem Sieg auf entspannte 5 Punkte verkürzen auf Platz 7 auf Union Berlin. Der Kader gibt das Ganze her. Wir werden unser Bestes geben. Christopher Nkunku bei Bayern 04 Leverkusen. Den geht es heute zu schlagen. Ich hoffe, wir schaffen es. Damit sind wir drin in dieser Partie. Hansa in den weißen Trikots vorne rechts nach links. Damit sehen wir uns in 10-1 wieder. Bis gleich. Chorlis über links mit ein bisschen mehr Platz. Der wird aber noch eingeholt, glaube ich. Chorlis. Chorlis mit dem ersten Schuss aufs Tor. Boniface war nicht im Abseits. 1-0 mit dem ersten Schuss für Leverkusen. Das ist bitter. Und Boniface, der trifft auch in jedem Spiel gegen mich, habe ich das Gefühl. Immer wieder belastend, wie der dauerhaft gegen mich trifft. Hier ist es kein Abseits, die erhebt es wahrscheinlich auf. Und da kann Lias Koch nichts machen. Die Werkself mit 1-0 in Führung. Aus den letzten 4 Spielen Hansa Rostock ja 3 Stück gewonnen. Vielleicht spielen wir etwas beflügelt auf. Stark gemacht. Fischer nicht im Abseits ins Zentrum. Der war richtig schlecht abgelegt. Özcan mit dem Schuss. Hallo, warum kann ich denn den Spieler nicht auswählen? Lias Koch mit einer wunderbaren Parade. Jungs, schaut euch die Lücken an, die wir da hinten drin haben. Das ist peinlich, was wir hier teilweise spielen in der Verteidigung. Perea, stark gemacht. Perea, und der Pass wieder ungenau. Der kommt trotzdem an. Glanzparade von Dimitrovic. Nochmal abgelegt. Ach, Mann. Unfassbar. Einfach unfassbar, ey. Leverkusen macht das 2-0. Wieder geht's über die linke Seite. Super. Das ist easy mit dem 2-0. Ja, also das war Palasson. Warum der easy auf seinem Trikot zu stehen hat, keine Ahnung, Leute. Es ist genau wie das eine Saisonspiel aus der letzten Saison. Das war das letzte Spiel, glaube ich, wo wir einfach komplett chancenlos gegen die Werkself waren. Am Ende ist es ein 2-0. Wir haben 2 Schüsse. Der eine davon war sehr spitz aus dem Winkel, der andere... Boah, der kam dann doch nicht an. Kann ich leider nichts gegen machen. Wir verlieren 2-0 in Leverkusen. Nix mit 5 Punkte Abstand. Super.
so kacke war unsere Leistung gar nicht. Es waren ja auch nur 5:4 Schüsse. Bloß leider hat Leverkusen 2 reingemacht und wir gar keinen. Ja, Nick Woltemade, wenn ich dich nicht öfter einsetze, wirst du über deine Zukunft hier nachdenken. Schön für dich. Mach mal lieber einen Elfmeter rein. Du hast nämlich die letzten 3 in Folge verschossen. Ein paar personelle Veränderungen gibt es. Und zwar Pereira und Woltemade mal zusammen. Auswärts in der Pre-Zero Arena bei der TSG Hoffenheim. Verlierst du 4:2. Woltemade macht mal ein Tor. Okay. Christoph Scholl ist auch. Wir haben einfach eine Tordifferenz von minus 13. So, Platz 7 hat sich somit erledigt. 11 Punkte Abstand. Können wir vergessen, Leute. Schauen wir nicht mehr. Selbst wenn wir jetzt alles gewinnen sollten, was ich nicht denke, wird es sehr schwer. Und dann ist es wieder ein weiteres Jahr, was wir verschwenden. Bayern München siegreich gegen Rivalen. Schön, dass da Thomas Berger steht. Richtig geil. Ihr habt ihn nicht mal einen Monat und packt ihn auf jedes scheiß Cover, was ihr wendet, Mann. Ein Sieg gegen den SC Freiburg wäre jetzt wirklich Gold wert. Kommt auswärts. Ein Unentschieden. Es ist einfach zu wenig. Bis jetzt schon wieder 3 Spiele in dieser Folge drin. Hast keins gewonnen. Bist ja auf Platz 11 komplett verloren. Hast keine Chance mehr auf irgendwas. Genau wie letzte Saison gefühlt. Und jetzt bist du gegen Werder Bremen eigentlich auch schon wieder gezwungen, alles Mögliche zu tun, um da irgendwie den Dreier zu holen. Weil sonst überholen die uns, wenn die gegen uns gewinnen. Ja, es ist erst unsere zweite Saison, aber unser Kader gibt es her, dass wir besser als Platz 10 stehen. Ach stimmt, ich muss jetzt hier ohne Janda spielen. Ja gut, okay. Da kann ja was werden. So, eine Sache, die mich auch extrem nervt an Jugendscouts. Guck mal, ich habe nur Flügelspieler. Alles Flügelspieler. Zweites Spiel, was wir heute selber spielen werden. Es geht zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Ein schönes Nordduell. Und damit sind wir drin. Leute, wir müssen dieses Spiel einfach gewinnen. Hansa Rostock empfängt hier den SV Werder Bremen. Die beiden Mannschaften trennt original 1 Punkt. Hansa Rostock steht da mit 32 Punkten. Der SV Werder Bremen mit 31 Punkten. Es läuft bisher nicht. Die letzte Folge lief viel besser. Da sind wir aus den letzten 4 Spielen mit 3 Siegen rausgegangen. Und heute haben wir in 3 Spielen keinen einzigen Sieg geholt. Heute muss sich auf jeden Fall was ändern. Wir sind drin in dieser Partie. Nick Woltemade, hinter ihm steht ein Oskar Højlund. Am besten, ich brauche mal einen hohen Sieg. Ey, selbst wenn ich selbst spiele, habe ich überhaupt schon mal 4 Tore in einem Spiel geschossen in dieser Saison? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt zudem auch nochmal ein paar neue Coaches verpflichtet. Ich hoffe, die können mir auf jeden Fall weiterhelfen. Woltemade fängt diesen Ball ab und es gibt mal eine Ecke. Auch diesen Ball habe ich eigentlich wieder. Super, ich drücke Zweikampf. Der Spieler macht einfach gar nichts. Was macht Schuster denn da? Er bleibt einfach stehen. Ich drücke Zweikampf, er macht nichts. Klasse rausgespielt von Werder Bremen. Schauen wir es nochmal an. Hier, Zweikampf gedrückt. Einmal, weiß nicht. Wenn ich übrigens L2 in der Angreifersituation drücke, um den Ball abzuschirmen, dann nimmt er mir einfach den Ball ab. 1:0 durch Alkani oder irgendwie sowas. Na, ja genau. Diese Karriere ist verflucht. Das Spiel ist generell verflucht. Wirklich, ich mag dieses Spiel einfach nicht. Oskar Højlund mal mit Platz und mit Zug zum Tor und dem Ausgleich. Ey, wir können es ja doch. Oskar Højlund. Startelf, Einsatz seit lange mal wieder. Und da schlägt er zu. Der Däne. Der Norweger. Der Däne? Der Däne auf jeden Fall. Starker Abschluss. Super getroffen, diesen Ball. Oben ins linke Eck rein. Wirklich saustarke Leistung von Oskar Højlund. Das ist auch gerade mal das erste Saisontor von Oskar Højlund und das ist ein bisschen traurig hier. Vor allem, wir haben den so früh geholt und es hat einfach auch so genervt, dass der Typ sich wirklich absolut null entwickelt hat. Obwohl er ja teilweise wirklich sogar Stammspieler war. Und dann kam da gar kein Upgrade, was sein Rating anging. Das war auch echt deprimierend teilweise. Und wenn wir dann tatsächlich Tore schießen, dann sind es die ganze Zeit so eine Banger. Das ist auch krass. Nächste Möglichkeit für Hansa Rostock. Das ist Højlund. Macht er hier? Nee, er legt sich den Ball zu weit nach vorne. Ich habe erst überlegt, ob ich auf Woltemade querlege, aber der hat schon wieder Tempo rausgenommen ohne Grund. Dann wollte ich doch selbst abschließen. Dann hat sich Højlund leider den Ball zu weit nach vorne gelegt. Ein bisschen schade. Woltemade legt den hier ab für Lindqvist. Stark gemacht. Lindqvist legt ihn wieder ab für Nick Woltemade. Und er nimmt wieder sich zu viel Zeit, beziehungsweise wieso macht er diesen Ball nicht rein? 2 Wechsel zur Pause. Also, wenn Woltemade so weitermacht, dann ist er der 100%ige Verkaufskandidat. Woltemade hat zwar ein 80er-Rating, aber er holt es einfach nicht raus. Auf geht's, komm, Christos Cholis, der ist nicht schlecht. Bitte tu mir doch den Gefallen, ey, super. Nice, komm, Pereira. Juan José Pereira für Gruda. Gruda mit dem 2:1. Hansa Rostock führt wieder, oder führt. Mit 2:1 nach 81 Minuten. Super gemacht von José. Super gemacht von José Pereira. Legt ab für Gruda, der dann komplett frei ins lange Eck. 2:1 für Hansa Rostock. Super. Ey, wir können es doch. Aber der Ball ist schon mal in der Hälfte von Werder Bremen. Nachspielzeit ist rum. Jetzt pfeift doch bitte ab. Da haben wir es. Der FC Hansa Rostock kann doch gewinnen heute. 2:1 Sieg über den SV Werder Bremen. Wichtig. Sehr wichtige
3 Punkte für uns. Ich muss unbedingt was an meiner Chancenverwertung machen. Ich bin da wirklich echt nicht gut drin. Ich gucke mir nach jedem Spiel die erwarteten Tore an. Und auch in diesem Spiel gerade wieder hatte ich ein 2,6er XG. Gut, jetzt habe ich aber 2 Tore auch geschossen. Ich habe aber mega oft in diesen Spielen, dass einfach meine Bälle nicht drin sind, die einfach drin sein müssen. Das ist nicht gut. Wichtig ist auf jeden Fall, was sieht denn eigentlich Richtung Abstiegskampf? Ja, ist eigentlich jetzt... Nee, die können mich gar nicht mehr einholen. Also rein rechnerisch schon noch, ja. Aber Mainz, ihr müsst bitte die Klasse halten. Ich habe einen Spieler an euch verliehen. Bekommende Saison. Ich will gerne sehen, wie der in der ersten Bundesliga spielt. So, Wolfsburg und Union haben wirklich beide nicht gewonnen. Es sind 7 Punkte Abstand. Wir müssen jetzt gegen Union einen Sieg holen, Leute. Wenn jetzt kein Sieg kommt, dann sind unsere Hoffnungen gestorben. Zu 100%. Leute, wisst ihr, was wir machen? Was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wir gehen in eine normale Simulation. Kommt, wir probieren es einfach mal. Vielleicht läuft es jetzt besser. Wir gehen rein in die normale Simulation. Auswärts an der Alpenfürsterei gegen Union Berlin. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ich hoffe, mich erwarten nur positive Sachen gegen die Eisernen. Allerdings spielen wir uns hier vielleicht mal eine gute Möglichkeit raus. Erste Chance durch Juan José Perea. Der mal wieder erneut den Vorzug bekommen hat vor Nick Woltemade. Jetzt mal die erste Möglichkeit, die doch noch gefährlich wird. Und Carlos Alcaraz mit dem 1:0 für Union Berlin. Allerdings auch unsere Rostocker wieder mit der Möglichkeit komplett frei vorm Tor. Und er macht nichts. Den will ich selbst treten. Nein, was mache ich? Den wollte ich selbst treten. Ach Mann. Der sagt mir nicht mal, dass ich eingreifen möchte. Was ist das denn? Mal gucken, vielleicht geht ja in Hälfte 2 was. Union auch nur mit 2 Schüssen und wieder mal mit einem Tor. So lobe ich mir das. Und der Ausgleich. Es ist Perea. Und ich habe ihn leider jetzt gerade ausgewechselt für Nick Woltemade. Nicht gut von mir, aber Perea sticht wieder. Super. Leute, wir brauchen hier noch ein Tor. Wir müssen gegen Union gewinnen. Es reicht nicht mal ein Unentschieden. Ich will hier 3 Punkte holen gegen die Eisernen. Es geht aber nicht, wenn Union Berlin bei uns im Strafraum drin ist. Kommt schon, Jungs. Macht einen Fuß dazwischen. 2:1, Abel Ruiz. Der Typ hat auch schon gefühlt 20 Karrieretore gegen mich geschossen. Dritter Schuss von Union übrigens und 2. Tor. Liest sich wieder richtig gut in den Statistiken. Jawohl, komm. Oh, und wieder, unser Ball ist nicht drin. Natürlich ist unser Ball nicht drin. 90. Minute läuft. Wir haben nochmal eine Chance. Die ist nicht drin. 2:1 verloren. Boah, Alter, ist das laut, Mann. Ach nee, verlierst du sogar. Also Europa ist weg, meine Freunde. Das hat sich jetzt erledigt. Schade. Letztendlich sogar rein rechnerisch, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Nee, wir können nur noch 9 Punkte holen, 10 Punkte Abstand. Es kann übrigens sein, dass ich tatsächlich rausgeworfen werde. Und ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Leute, was soll ich machen, wenn Hansa Rostock mich entlässt? Ich habe keine Cheat Engine. Ich spiele auf keinem PC, ich spiele auf der normalen PS5. Man kann immer wieder versuchen, mit Neuladen das Ganze zu umgehen. Aber was soll ich machen, wenn sie mich rauswerfen? Dann ist diese Karriere beendet. Dann ist diese Karriere wirklich beendet und sie ist gescheitert. Sie ist ja wirklich gescheitert dann. Und ich kriege ein Leihangebot für Juan José Perea. Was? Ich verleihe den doch nicht. Ah, Leute, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Es ist schwierig in dieser Karriere. Es ist wirklich schwierig. Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich glaube, ich muss mir ja irgendwann tatsächlich irgendwelche Videos angucken, wie ich dieses Team einfach spielbarer machen kann. Weil ihr wisst ja, was meine Probleme sind. Meine Verteidiger, die machen, was sie wollen, habe ich das Gefühl. Meine Stürmer laufen nicht in die Räume rein, in die sie reinlaufen sollen. Klar, da kann man irgendeine Taste für drücken, aber ach nee, ich muss mich einfach mehr mit diesem Spiel, glaube ich, beschäftigen. Das Problem ist, ich würde ja ganz gerne, ne? Ich würde ganz gerne bei Teamstrategie oder was es hier alles gibt, ich würde es benutzen. Ich komme mit Standard am besten zurecht. Ich wüsste nicht, was ich hier sonst machen soll. Spieler im Strafraum, alle. Ja, wenn keine Flanke ankommt, kann man nichts machen. Bis dann, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being caught.